Hi ihr Lieben, heute mache ich mal wieder ein Rezept für euch. Und zwar mache ich einen Geburtstagskuchen für meine Tochter. Dazu braucht ihr 2 Päckchen Sahne steif, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker, 3 Esslöffel heißes Wasser, ein Becher rote Grütze, 2 Becher Sahne, 4 Eier, 75 Gramm Speisestärke, 125 Gramm Mehl, 175 Gramm Zucker, ein Becher Schmand und ein Becher Crème fraîche. Ihr könnt aber auch 2 Becher Schmand nehmen. Und eine Packung Windbeutel. Und nun geht's los. Als erstes müsst ihr jetzt euren Zucker, den Vanillezucker, eure Eier schaumig rühren. Und dann geht's weiter mit unserem Mehl. Jetzt gebt ihr noch euer Zucker dazu, euer Wasser, Entschuldigung. Und dann gibt ihr eure Speisestärke, euer Mehl und euer Backpulver dazu und verrührt das zu einem glatten Teig. Wenn euer Teig dann fertig ist, dann fettet ihr eure Springform und gebt den Teig dann rein. Und lasst ihn bei 175 Grad 20 bis 25 Minuten backen. So, während euer Kuchen dann backt, oder besser gesagt eurem Boden, nehmt ihr euch 3 Esslöffel Gelierzucker, das habe ich euch vorhin vergessen zu sagen. Dann eure Sahne. Die Sahne steif und euren Schmand und schlagt davon eine Creme auf, die später auf den Boden kommt. Ihr müsst dazu nur die Sahne mit dem Gelierzucker und dem Sahne steif schlagen und dann gebt ihr eure Creme fraiche oder Schmand dazu. So, und jetzt euren Schmand dazu. Ihr müsst dann, wenn euer Boden abgekühlt ist, etwas von der Creme drauf machen und vorher noch einen Tortenring drumstellen. Dann setzt ihr eure Windbeutel darauf und dann macht ihr eure restliche Creme darüber. Ihr müsst ganz wichtig, wenn euer Boden abgekühlt ist, den Boden durchschneiden, bevor ihr die Creme drauf gebt. Habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, sage ich euch aber jetzt. Erst den Boden abkühlen lassen, durchschneiden, dann den ersten Boden drauflegen, etwas Creme drauf, dann eure Windbeutel, dann über die Windbeutel den Rest der Creme. Also den zweiten Boden dann weglassen und jetzt gebt ihr eure rote Grütze darüber. Streicht das Ganze noch glatt. So, ich habe jetzt der Bindung noch etwas roten
Ich habe einen Guss darüber gegeben und habe das Ganze noch etwas verziert. Und jetzt kommt die ganze Torte über Nacht in den Kühlschrank und morgen könnt ihr sie dann servieren. So, ihr Lieben, und mein Windbeutelkuchen ist jetzt fertig. Wenn euch das Rezept gefallen hat und das Video natürlich auch, bleibt weiterhin bei meinem Kanal dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann!